Wir haben in dem allerersten Video über die Integralrechnung am Anfang gesagt, dass das Integrieren eine Kunst sei. Davon haben wir bisher noch nicht so viel gemerkt, weil es uns gelungen ist, durch simples Überlegen ohne Rechenregeln wenigstens einige Integrale schon aufzuschreiben. Wenn wir nun doch dazu kommen, diese Kunst erlernen zu wollen, beginnen wir mit einigen Eigenschaften von Integralen, die diese haben, unabhängig davon, wie die Funktion f von x genau aussieht. Das kann uns am Ende, noch vor wir zu rechnen beginnen, die ganze Sache sehr erleichtern. Ich beginne damit, dass ich noch einmal aufschreibe, um auch die Symbolik zusammenzufassen, wie man bestimmte Integrale berechnet, wenn man die Stammfunktion kennt. Also, wenn wir die Funktion f von x bezüglich der Variablen x integrieren, zwischen den Grenzen a und b, dann haben wir geschrieben, das ist die Stammfunktion berechnet zwischen diesen Grenzen. Und berechnet zwischen diesen Grenzen bedeutet, die Differenz aus der Stammfunktion zuerst an der oberen Grenze und dann an der unteren. Und noch einmal, das Ergebnis, das herauskommt, ist eindeutig und es ist eine Zahl. Worauf ich hier hinweisen möchte, ist, dass diese Zahl nicht davon abhängt, wie man die Variable nennt. Ich könnte zum Beispiel anstelle von x auch u schreiben. Dann wäre am Ende, da ja die obere und die untere Grenze einzusetzen sind, die Zahl die gleiche. Sie könnten, wenn Sie wollen, das x auch durch Skatkartensymbole ersetzen. Man sagt, dass das x eine stumme Variable sei, genauso wie es bei der Bildung von Summen einen stummen Index gibt. Ob Sie bei einer Summe den Summationsindex i oder k oder sonst wie nennen, ist ja auch egal. Und das hat seine Entsprechung in der stummen Variablen bei bestimmten Integralen. Unter Punkt 2 thematisieren wir noch einmal das Thema Eindeutigkeit. Wenn wir zwei Stammfunktionen haben, f1 und f2, sodass ihre Ableitungen die gleiche Funktion klein f von x ergeben, dann wissen wir schon, dass sich diese beiden Funktionen um eine additive Konstante c unterscheiden dürfen. Berechnen wir nun in dem Sinne, wie es unter erstens aufgeschrieben ist, ein bestimmtes Integral, so haben wir aufgrund des hier aufgeschriebenen Zusammenhangs f1 von b minus f1 von a ist gleich
F2 von B plus C minus F2 von A plus C. Dies alles schreiben wir nur deswegen auf, damit Sie sehen, auf besonders einfache Weise, wie hier die additive Konstante bei der Differenzbildung herausfällt und übrig bleibt F2 von B minus F2 von A. Damit sehen Sie also, wie wir es die ganze Zeit auch schon behauptet haben, dass die Zahl, die sich hier ergibt bei der Integration, eindeutig festgelegt ist. Während bei der Stammfunktion an sich diese additive Konstante c die Eindeutigkeit zerstört. Im bestimmten Integral wird sie wiederhergestellt. Die dritte Eigenschaft ist eine, die wir auch aus der Differentialrechnung kennen und die wir auch dort mit Linearität bezeichnet haben. Wir fragen nach dem bestimmten Integral, wobei der Integrant eine Linearkombination zweier Funktionen f von x und g von x ist. Und zur Erinnerung, Linearkombination meint eine additive Zusammensetzung, wobei jeder Summand noch mit einer Konstanten, hier Alpha und Beta, versehen wird. Nun zahlt es sich aus, dass wir wissen, wie das Bestimmte mit dem unbestimmten Integral zusammenhängt. Und wir können auch in diesem Fall fragen, ohne Überrechentechnik zu verfügen, was ist denn die Stammfunktion, deren Ableitung genau diese eckige Klammer ergibt? Die Antwort lautet: Alpha mal f von x, groß F, wenn groß F die Stammfunktion ist von klein f, plus Beta mal groß g von x, wenn groß g von x die Stammfunktion ist, von klein g. Warum ist das so? Wir können sozusagen wieder die Probe machen und diese Regel aus der Differentialrechnung anwenden, dass nämlich die Ableitung einer Linearkombination gleich der Linearkombination der Ableitungen ist, um es kurz auszudrücken. Wenn wir also rückwärts von rechts nach links die Ableitung bilden von dieser eckigen Klammer, dann sagt die Linearität der Ableitung vorher, dass Alpha bleibt als konstanter Faktor stehen. An die Stelle von groß f von x tritt die Ableitung klein f plus Beta und klein g anstelle von groß g. Wir müssen eben nur sagen, ich schreibe das nicht nochmal daneben, das haben wir die ganze Zeit ja so gemacht, dass die Funktion, die den gleichen Großbuchstaben hat, als Ableitung die Funktion mit dem Kleinbuchstaben hat. Nun setzen wir nach den Regeln, wie bestimmte Integrale auszurechnen sind, ein, die obere und die untere Grenze. Da haben wir also Alpha mal groß f von b plus Beta mal groß g von b minus Alpha mal groß f von a plus Beta mal groß g von a. Und nun brauchen wir nur noch die Summanden umzuverteilen
Und wir fassen die beiden zusammen, die den gemeinsamen Faktor Alpha haben, also f von b minus f von a. Plus Beta mal G von B minus G von A. Und wenn wir uns nun daran erinnern, dass Groß F und Groß G Stammfunktionen sind, können wir gewissermaßen rückwärts aufschreiben. Das ist das Integral zwischen A und B der Funktion F von X. Und hier der Funktion g von x. Und damit sehen Sie, wir haben eine Regel, die die Linearität zum Ausdruck bringt. Man darf diese Summe auftrennen in die Summe zweier Integrale und die konstanten Faktoren aus dem Integral herausziehen, wie man sagt. Die nächste Eigenschaft betrifft die sogenannte Additivität. Der Integrationsgrenze. Damit ist Folgendes gemeint. Wir betrachten noch einmal das Problem der Flächenberechnung. Wir nehmen eine Funktion mit einem bestimmten Verlauf an. Die obere Grenze heiße jetzt C, weil wir an irgendeiner Stelle die Gesamtfläche, die wir berechnen wollen, zwischen den Grenzen A und C, der x-Achse und der dem Wort gezeichneten Graphen der Funktion, unterteilen, sodass es hier einen Punkt B gibt. Dann haben wir zwei Teilflächen A1 und A2 gewonnen. Und es sei, so ist es hier ja aufgeschrieben, A kleiner als B und kleiner als C. Dann ist die Gesamtfläche A1 plus A2 wenn wir diese Unterteilung bei B ignorieren, das bestimmte Integral in den Grenzen a und c der Funktion f von x. Und wenn wir nun doch die Unterteilung in zwei Teilflächen aufschreiben, dann ist das zum einen dieses Integral in den Grenzen von a und b. Und zum anderen in den Grenzen von B und C. Das scheint zunächst anschaulich klar, wenn wir uns diese Abbildung ansehen.
Mit Hilfe der Stammfunktion können wir auch schreiben. Das ist f von b minus f von a. Also das erste der beiden Integrale hier. Plus f von c minus f von b. Und da sehen Sie, dass f von b zweimal auftritt, und zwar mit unterschiedlichem Vorzeichen. Sodass stehen bleibt f von c minus f von a. Anders gesagt, wenn wir nicht an diese Anschauung mit dem Flächeninhalt jedes Mal denken, können Sie also ein Integral so zerlegen, dass der Zwischenpunkt, sagen wir einmal, einmal als obere und einmal als untere Grenze auftaucht. Das ist mit der Additivität der Grenzen gemeint. Und hier ist nun noch eine Anmerkung angebracht in folgender Hinsicht. Wir haben erklärt, bei der Differentialrechnung, dass Funktionen ganz bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, damit sie differenzierbar sind, damit man also die Tangente in einem Punkt anlegen kann. Mit einem Wort, sie müssen glatt sein, was impliziert, dass sie stetig sein müssen und dass der Grenzwert, den die Ableitung darstellt, existieren muss. Die Integration ist weniger restriktiv, denn wir könnten einmal an eine Situation denken. Diese Berechnungen sind hier beendet. Wo eine Funktion wie folgt aussieht. Sie hat also bei b eine Sprungstelle. Wenn wir nach ihrer Differenzierbarkeit fragen, so heißt die Antwort, wir wissen in diesen Punkten nicht, wie wir hier eine Tangente anlegen sollen. Gleichwohl ist es möglich, diese beiden Teile für sich als Flächen A1 und A2 zu deklarieren und den Gesamtflächeninhalt auszurechnen, so wie wir das hier oben getan haben. Es darf also, anders als bei der Differentialrechnung, bei der Integralrechnung hier durchaus Funktionen geben, die Sprung- und Knickstellen haben, und dennoch sind sie im Riemannschen Sinne integrabel. Machen wir also als kurze Notiz zu dieser Abbildung. Dass die Berechnung des Riemannschen Integrals weniger restriktiv ist als die Differentiation. Die fünfte und vorletzte Eigenschaft betrifft die Umkehrung
des Integrationsweges. Der Integrationsweg erfolgt immer entlang der X-Achse. Und Umkehrung meint, dass wir den Anfangspunkt und den Endpunkt, also die untere und die obere Grenze, miteinander vertauschen. Wenn Sie sich an das Beispiel aus dem vorhergehenden Video erinnern, als wir die Flächen berechnet haben, die von der kubischen Parabel x hoch 2 eingeschlossen werden, so haben wir gelernt, dass Flächen vorzeichenbehaftet sind. Und wenn Sie den Integrationsweg umkehren, dann verwandeln Sie die Umfahrung der Kurve, deren Fläche zu bestimmen ist, von einer Kurve entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufen in eine im Uhrzeigersinn durchlaufen und umgekehrt und ändern damit das Vorzeichen. Das ist die anschauliche Begründung für folgendes Ergebnis. Es ist das Integral in den Grenzen von a und b der Funktion f von x gleich dem Negativen, wenn wir die Grenzen vertauschen. Und natürlich können wir das auch rein formal ausdrücken, durch die ganz simple Tatsache, dass Groß F von B minus Groß F von A gleich ist minus Groß F von A minus Groß F von B. Aber ich denke, die Anschauung mit der Verwandlung des Uhrzeigersinns in den Gegenuhrzeigersinn und umgekehrt ist das interessantere Argument. Das bedeutet nun speziell, dass für den Fall, dass die untere und die obere Integrationsgrenze gleich sind, das bestimmte Integral gleich 0 wird, weil es dann seinem Negativen gleich sein soll. Und das geht nur für die 0. Oder wieder anschaulich ausgedrückt, eine Fläche in Anführungsstrichen, deren linke Bewandung und deren rechte Bewandung zusammenfallen, hat keinen Inhalt. Das wird dadurch gesagt. Die sechste und letzte Eigenschaft, die wir besprechen wollen, bezieht sich auf den Fall, dass wir bestimmte Integrale ausrechnen sollen, wobei die untere und die obere Grenze gleich weit vom Nullpunkt entfernt sein sollen. Also die Integration über ein zu Null symmetrisches Intervall. Dieses Problem gibt uns auch Gelegenheit, die bisher besprochenen Regeln auch anzuwenden. Es geht also um den Fall, dass die untere Grenze minus a und die obere Grenze plus a ist. Nun benutzen wir die Additivität der Integrationsgrenzen. Wir zerlegen dieses Integral in die Summe von Zweien, indem wir von minus a bis 0 integrieren. Und dann von 0 bis a.
Und nun ersetzen wir in dem ersten Integral x durch minus x. Dann müssen wir die Grenzen auch mit ändern. Denn wenn x bei minus a beginnt, beginnt minus x bei plus a. Und die 0 macht uns keine Probleme. Das erste Integral ist also das gleiche wie a und 0 als Grenzen. Wobei Sie jetzt sehen, dass die untere Grenze größer ist als die obere. F von minus x. Und das Differential von minus x. Das zweite Integral behalten wir bei, wie es da steht. Und nun. Wir gehen ganz schrittweise vor. Vertauschen wir in diesem ersten Integral die Integrationsgrenzen. Wir haben gerade gelernt, dass uns das ein Minuszeichen beschert. Und das zweite schreiben wir lediglich ab. Warum haben wir das gemacht? Diesen letzten Schritt. Wir haben es gemacht, damit beide Integrale die gleichen Grenzen haben. Nun ist aber das Differential minus x gleich minus dx. Das ist nichts anderes, als dass wir sagen, wir dürfen bei der Differenziation eine Konstante hier minus 1 als Faktor herausziehen. Dieses Minuszeichen kompensiert dann dieses und wir dürfen beide Integrale zusammenfassen als das Integral von 0 bis a f von minus x plus f von x von dem zweiten Integral her dx. Wohlgemerkt, plus, nicht minus, weil dieses Minus durch dieses kompensiert wird. Das ist zunächst einmal ein wichtiges Zwischenergebnis. Wie immer diese Funktion beschaffen ist, haben wir hier den Zusammenhang zwischen den bestimmten Integralen, wenn wir das Integrationsintervall, das symmetrisch ist, zur 0, halbieren. Hier geht es von minus a bis plus a und hier von 0 bis a. Dafür ist der Integrant ein anderer geworden. Und nun gibt es zwei wichtige Spezialfälle. Nämlich, dass wir es bei klein f mit einer ungeraden Funktion zu tun haben. Das bedeutet also, dass f von minus x minus f von x ist. Wie etwa bei der Sinusfunktion.
dann heben sich diese beiden Summanden auf. Und das Integral von minus a bis a, das wir berechnen wollen, ist gleich 0. Wenn wir also eine Funktion zu integrieren haben, von der wir wissen, dass sie ungerade ist, und das Integrationsintervall ist zu 0 symmetrisch, aber auch nur dann, dann müssen wir die Stammfunktion gar nicht erst suchen, wir können hinschreiben, dass das Resultat 0 ist. Und schließlich, noch der Fall einer geraden Funktion. Also f von minus x ist f von x, wie etwa der Kosinus. Dann sind diese beiden Summanden gleich. Und das Resultat ist das Integral über das zu Null symmetrische Intervall ist gleich dem doppelten Integral über das halbe Intervall. Auch diese Regel, bei der wir natürlich, wenn wir es am Ende wissen wollen, die Stammfunktion bilden müssen, führt in vielen Fällen zu einer Erleichterung. Denn wir können uns ja vorstellen, dass wir auf irgendeine Weise komplizierte Ergebnisse haben und es sehr wohl einen Unterschied macht, ob ich als Unterfrequenz minus a oder 0 einzusetzen habe. Das sind also zwei Eigenschaften, die uns sozusagen in der physikalischen Anwendung hinreichend oft begegnen. Wir wollen es, was die Eigenschaften angeht, nun dabei bewenden lassen. Ich denke, dass es einen, zumindest für den Anfänger, falls Sie so einer sind, gewissen Aufwand bedeutet, sich zum Beispiel zu überlegen, was passiert, wenn wir eine Variable durch ihr Negatives ersetzen und die Integrationsgrenzen dann auch zu berücksichtigen haben und so weiter. Also vollziehen Sie wie immer diese Rechnungen nach. Lassen Sie uns in den Kommentaren Ihre Schwierigkeiten wissen. Und die beiden letzten Videos, die es geben wird zur Integralrechnung, behandeln dann die beiden vielleicht wichtigsten Methoden, Integrale zu berechnen von Funktionen, wie etwa Tangens und Logarithmus, was wir bisher noch nicht konnten.